einem Instagram-Post gratuliert. 6 Ende City, Start Cynthia Nixon, 52, spielte Miranda Hobbes, ihren Sohn Samuel zu seinem Abschluss an der University of Chicago und verrät dabei auch, dass er transsexuell ist. Denn geboren wurde der 21-jährige Samuel Joseph eigentlich als Samantha Moses. Ich bin so stolz auf meinen Sohn Samuel Joseph Moses, genannt Seth, der diesen Monat das College abgeschlossen hat. Ich ziehe vor ihm und allen anderen meinen Hut, die den heutigen Transdio-Fraktion begehen, schrieb Cynthia Nixon am Freitag auf ihrer Instagram-Seite. Auf dem dazugehörigen Bild hält die stolze Mama ihren Sohn im Arm, er trägt feierlich einen Talar und den berühmten schwarzen Doktorhut mit dem viereckigen Dach und der Quaste, der zeigt, dass er den College-Abschluss in der Tasche hat. Den Tag ihres Postings wählte Nixon, die im November für das Amt der Gouverneurin von New York kandidieren wird, natürlich mit Bedacht. Am Trans Day of Action Tag wird seit 2005 in New York gegen Diskriminierung von Transsexuellen gekämpft. Bis jetzt hatte Cynthia Nixon die Transsexualität ihres ältesten Sohnes, dessen Vater Ex-Mann Danny Moses ist, noch nicht öffentlich gemacht. Neben Samuel Joseph haben sie auch noch den gemeinsamen Sohn Charles Ezekiel Moses, 15. Seit 2004 lebt Nixon in einer Beziehung mit einer Frau, Christine Marinoni, die sie 2012 geheiratet hat und hat mit ihr einen Sohn, Max Ellington, 7.